Und dann habe ich ihn suchen wollen. Weil es war ja mein Spielkamerad und ich mochte ihn. Ich mochte ihn. Und meine Schwester sagte später auch, ja, wir hatten immer Angst, ihr würdet vielleicht zusammenkommen als Pärchen oder so, nicht? Das ginge ja dann nicht so. Aber das passierte ja nicht, weil wir ja dann umgezogen sind. Und danach muss aber immer noch Kontakt gewesen sein, weiß ich aber heute erst. Aber das war mit ein Grund, warum wir umgezogen sind. Meine Mutter wollte, dass das beenden. Und deswegen war meine Mutter auch immer so schlimm. Also ich denke mal, die ganzen Schläge, das hat sie an mir irgendwie abgelassen. Die Not, dass ich nun so schlecht war in der Schule und dieser ganze, das muss so in ihr gelegen haben, dass sie mich so geschlagen hat. Man schlug früher, das weiß ich, und jeder sagt, oh, mir hat es ja nicht geschadet und so, aber mir hat es geschadet. Und es war wirklich furchtbar schlimm. Ich habe im Radio war noch damals so eine Suchsendung, wenn man jemanden finden möchte. Da habe ich angerufen und war im Radio zu hören. Und fand ich ganz toll und ich wusste ja nicht, ob er was weiß. Ich wusste ja gar nicht, wie weit er was weiß oder wie die damit umgegangen sind in der Familie. Und habe dann gesagt, ich suche einen Jungen, also mit dem ich gespielt habe und so in der Suretstraße 39 über mir und so weiter, war aber nicht, hat sich keiner gemeldet und Internet gab es noch nicht so richtig. Und als das dann, also konnte ich ihn nicht finden. Und irgendjemand, das munkelt man ja dann immer so, irgendjemand sagte dann, ja, der ist nach Amerika, dann sagt jemand, nee, der ist nach Westdeutschland. Und dann, als es anfing mit dem Internet, dann war StayFriend so eine Plattform, wo ich drinne war, so Klassenkameraden zu suchen oder zu finden. Und irgendwann kam ich auf den Gedanken, seinen Namen reinzugeben. Und da war er. Ich wusste, dass der im Oktober Geburtstag hat und das sah man ja da. Und ich hatte ja angefragt, wer dort 39 im vierten Stock gewohnt hätte. Und ja, er schreibt zurück, Volltreffer. Dann haben wir telefoniert und er wusste gar nichts. Aber er wusste, dass der Mann, der für seinen Vater ausgegeben worden ist, nicht sein Vater ist. Denn der hat, als er starb, geschrieben, er hat keinen leiblichen Sohn. Und heute weiß man, dass es wirklich auch mein Halbbruder ist, denn ich habe zwei Bilder, eins von meinem Vater, eins von ihm. Also, da braucht man keine Gene untersuchen. Das ist mein Halbbruder oder unser Halbbruder. Meine Geschwister haben sich erst sehr schwer getan, sehr schwer getan, was ich auch verstehen konnte. Die haben ja viel mehr mitgekriegt von der Situation damals und das konnten sie nicht so, sage ich mal, blockieren vor dem Sohn, der ja gar nicht dafür konnte. Und es hat eine Weile gedauert, aber der Kontakt ist doch zustande gekommen und er ist auch nach Berlin gekommen und hat sich auch gefreut, dass er eine große Familie hat. Ja, das war so. Da hat sehr viel von meinem Leben bedeutet oder hat für mein Leben sehr viel bedeutet, auch diese ganze Geschichte.